So, herzlich willkommen zurück bei unserem Turmbau zu Babel von Herr der Ringe. Wir sind angekommen in Aufbauheftchen Nummer 2 und Tütchen Nummer 5 und ich würde sagen, wir reißen einfach mal. Soweit sind wir letztes Mal und vorletzte Mal und davor schon gekommen. Ja. Also zwei Tüten wieder haben wir in Nummer 5. Genau. Recycling! Ich zoome euch wieder ein bisschen daran, damit ihr uns auf die Finger gucken könnt. So, ist das ganz gut. So, und Heft Nummer 2. Oh je, ganz viele Kleinteile. Dann geht's auch direkt los. Wir müssen euch leider wieder den Arsch von dem Gebäude zeigen. Ja. Ja. Schon jetzt verzweifelt. So. Wollen wir mal schauen, ob ich das da richtig mache. Ach, das ist ja witzig. Nee. Da kommt nur lauter einer drauf hier oben. Das ist der. Der kommt nur. Mhm. Okay. Wie viele? Bis es voll ist. Bis es voll ist. Die ganze Reihe. Oh jo. Viele Kleinteile. Ich nehme auch schnell weg, die kleinen da. Ja gut, wenn das so schnell geht. Oh. Achso, das sind die. Das war's in dem Bild, ne? Achso, das ist. Oh Gott, das kannst du echt überall rummachen. Ja. Juhu! Juhu! Heute kommt Kleinscheiß. Kleinscheiß. Ich nehme jetzt immer zwei auf einmal. Geht schneller. Ich bin Rechtshänder, ich kann das nur mit einer Hand. Ich bin. Jetzt kommt. Beidhändig. 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 Multitask. Gibt's ja nicht. Stimmt. Haben sie in irgendeiner Zeitschrift. Genau. Ich glaube, das war sogar eine Frauenzeitschrift. War wissenschaftlich, genau, dass es untersucht wurde. Multitasking gibt es gar nicht. Man macht es halt nur hintereinander, aber es fällt nicht so auf. Ja, es fällt dann nicht so auf, genau. Man denkt, es ist zeitgleich, es ist aber nicht. Was ganz schlimm ist, ist Schreiben und Sprechen. Das kann ich gar nicht. Das ist schwierig, ja. Und dann, warte mal. Ein Vierer kommt da auch hin. Ne? Den hast du schon, ne? Mhm. Okay. Fehlen mir noch ein paar. Einer. Aber, nee, das ist bündig hier. So. Ach so rum, ah, das ergibt Sinn. Ja, damit das nicht um Eck ist. So, die einer, weißt du ja, dass die da hingehören. So gerade. War das auch schon alles wirklich? Ja. Dass wir die Hälfte verpassen? Nee, jetzt war nicht. Oh, jetzt ist, kommt Tobias mal wieder in Selbstregie. Oh, der ist sehr, sehr lang. Da kommt wahrscheinlich hier rüber, oder nicht? Denke ich auch. Also wir hatten ja eigentlich gehofft, dass das etagenweise geht. Aber wie ihr seht, baut es wirklich jedes Mal aufeinander auf. Irgendwann müssen wir aufstehen oder wir legen den Turm hin, je nachdem, was sich dann anbietet. Ja, das ist, das müssen wir uns noch ausklären. Und bei 70 Zentimeter, oh, das kriegen wir so noch hin. Ist jetzt so schlimm nicht. Ne, gerade ein bisschen weiter raus können wir noch. So. So, das muss überstehen. Mhm. So. Wirksam. In die Grauen. Mal ein bisschen Farbe reinbringen mit dem Gelben. Alles nur so grau in grau gerade. Ja, der ist ja nicht nur schwarz. Ist das richtig, dass das versetzt ist bei dir auch? Ja. Mhm. Ja, nicht, dass wir nachher da stehen sind, oben angekommen. Nein! Ja, wenn du sagst, die brauchen wir hinterher noch, wird ja dann seinen Grund haben. Das hat seinen Grund, ja, dass die da sind. Tobias so. Hat schon wieder gespawnt vorher. Nee, habe ich nicht. Nein, nein, hat er auch nicht. Für sich selbst hat er gespawnt. Gespoilert. Ach so, dann kommt das nächste so Etage schon, ja, ja. Hast du die braunen? Das ist was dann. Kennst du auch so die Briefe, die hier so früher waren? Ja, die Briefe waren toll, die kleinen. Ich habe die immer so in den Briefkasten schubst, das war toll. Das war toll, ja. Mit Briefmarke alles drauf. Die, ja, so eine ganz kleine rote, ne? Ja. Mhm. Das fand ich sehr geil früher. Ich weiß gar nicht, ob es die noch so gibt. Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ihr sowas wisst,
Genau, in die Kommentare. Gibt es noch Briefmarken in diesem Format, beziehungsweise Briefe? Und wenn ja, wer kann so klein schreiben? So. Oh, jetzt geht's Action. Ja, nee, kommt, da kommt ja noch was drauf. So ein schwarzer Zweier. Und so das Graue. Ist ja richtig. Ne, gucken wir gleich mal. Wobei doch, könnte passen, ne? Also der kommt ja jetzt... Hier drauf. Moment. Darauf, ja. Genau. Ja, schon wieder alles auseinander. Ja, was haben. So. Genau, dann haben wir hier die quadratischen, die kommen hier drauf. So. Die quadratischen kommen darauf, genau. Und hier kommt so ein runder Bursche drauf. Dann ist das richtig, aber, nicht, aber okay. Dann kommt dieser viereckige. Ja. Ja. So, nächste Etage. Aber immer noch Beutel 5. Immer noch Beutel 5. So sieht es bisher aus mit Loch. Aber ohne Treppe. Man weiß nicht, wie man vom Erdgeschoss in die erste Etage kommen soll. Es gibt keine Treppe. Achso, hast du schon. Ja, den habe ich, aber bei dir gibt es den nicht auf der Seite. Bei mir gibt es den nicht. Wenn der übrig bleibt, dann kann man den ja immer noch dahin. Genau, bleibt eine übrig, kann der ja nur da. Ja, dafür hat man ja auch die Ersatzteile, um da ein bisschen kreativ meinst du? Tätig zu sein. Ja, warum nicht? Dafür hast du ja auch den Knochen da, ne? Zusätzlich hingetan. Na, ob der wirklich dafür da war? Den Vierer? Den brauche ich erstmal. Ja, habe ich dir. Aber ich hab das, 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 ich hab das. Den hast du nach außen. Und dann hat der 3, 4, 7. Stellen. Ja, dann die Platte. Ach, die kommt da drunter, ja. Jetzt kommen diese langen Dinger hier. Genau. Genau. Zwei Stück davon und zwei Stück daneben. Ob die das eigentlich immer so machen, dass... ach, wir bauen jetzt mal was, aber halt mit dem Hintergedanke möglichst wenige Spezialsteine oder ob denen das egal ist? Das ist denen, glaube ich, egal. Dann wird halt was Neues entwickelt, ne? Richtig. Ach so, da kommen auf der anderen Seite noch mal welche drauf. So. Ja, andersrum. Ja, ja, ist doch richtig so. Das wird wie so ein Dach, ne? Ja, wie gesagt, die kommen ja außen hin. Ich weiß noch nicht wo. Ach so, ja, ja, dann passt das. Dann passt das. Ach, deswegen, das kommt dann da drauf. Ja, die wollen wir jetzt öfters. So, wir entwickeln gerade die Fassade. Genau. Jetzt muss ich nur mal schauen, die kommt da vorne drauf. Ja, wie gesagt, die bauen wir jetzt öfter. Alter Falter, ey, da muss erstmal drauf kommen. Mhm. Aber das, guck, da gibt's. Mann, wie geil das ist, ey. Wenn wir noch andere Sets zusammenbauen, dann haben wir sowas öfter, dass dann außen diese Fassade dann auch gebaut wird. Also schön gucken. Geile Sache. Dass wir noch andere Sets zusammenbauen. Genau. Zum Not entwickeln wir unsere eigenen. Ihr seid schon ein lizenzierter Set sein. Ja. Nicht so wie Blockos bei den Simpsons, ne? Komm, wir fahren ins Blockoland. Blockoland, genau, richtig. Ich glaube, du baust sogar komplett dasselbe, nur andersrum wieder, ne? Hm. Ja, wie gesagt, das wird dann einfach nur... Das ist, ja. Wahnsinn. Wie gesagt, das braucht man dann mehrmals und dann eben immer ein bisschen anders. Ja. Ja, wenigstens viermal, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Hm. Sollen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So. So. Und das kommt jetzt. Wo heißt das? Wir müssen hier dran kommen. Du hast es.
Also falsch rum. Nein. Doch. Nein. So rum muss das. Kann doch gar nicht sein. Das Haus steht verkehrt rum. Man muss das Haus rumdrehen. Das ist kein Haus, das ist Orteng. Ein Haus. Ein Haus für besonders böse Menschen. So. Oder ein Sugar. So wirkt das ja auch viel besser. Ja, hast ja recht. Dann bau du deins da dran. Hab ich ja. Da. Da kommst du nicht hin. Ja gut, stimmt. Ich war mal so frei. Hast schon mal vorgedacht, ne? Ja, da wird ja auch eins hinkommen. Ja, natürlich. Blätter mal rum, dann mache ich den nächsten wieder. Genau. Ja, das wird jetzt eine Treppe. Ah, doch, Treppchen. Okay, lass mich mal schauen hier. Wollen wir denn hier was da? Da. Und das ist wundervoll. Ja. Kümmern Sie sich mal. Sonst fehlt uns gleich, was Sie dort schälchen oder so haben. Nein, wir sind Männer, wir brauchen keine Schalen. Wir sind Profis. Oh, bis dahin ist noch ein langer Weg, mein Freund. Ja, und diese Kronen sind ja diese Stufen. Ja, die Briefe als Stufen. Die Briefe als Stufen. Genau. Und den? Ah, da hast du sie schon. Ja, ich bin ja auch am Vorbereiten. As much as you can. Aber irgendwas fehlt mir, der fehlt mir. So, die beiden, die kommen jetzt auf den Kron. Ja. Au! Brutal. Wird einfach so niedergedrückt, ja. Na, das geht im Grunde so weiter jetzt. Das geht so weiter. Wie in der Treppe halt, ne? Der Läppchen von der Läppchenqualität. Wo ist der Vierer? Da. Wir bauen uns eine Treppe zum Turm. So, wo haben wir die? Zwei. Ach, die kannst du mir mal geben. Wofür immer das jetzt gut ist. Hä? Haben die unterschiedliche Längen? Nein. Okay. Ja, genau. Der kommt ja da. Genau. So, mal her. Und den schieben wir jetzt irgendwo rein. Blätterst du einmal um? Die kommt jetzt bei der Schräge. Du ahnst es nicht. Ernsthaft? Ich denke mal bei den roten. Ja, aber wie sollen wir denn da rankommen? Da haben wir irgendwie. Ja, wie soll das geht bestimmt. Meinst du, ratterst du tief rein? Voll. Gut, das lässt sich ja noch winkeln, denke ich mal, oder? Ist der Winkel fest? So. Aber dann passt das nicht mehr. Die schließen direkt ab, finde ich, ne? Ja, richtig. Dann muss man das irgendwie. Ups. Ja, dann macht man eine Treppe kaputt. Guck mal, gar nichts mehr sehen jetzt. Jetzt kommt das Treppengefunk. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich tue dich. Ja. Ich schiete. Ja, ich kann dir sagen, was falsch ist. Was denn? Schon richtig, die sind. Nee, die kommen nach außen. Ach so. Dann stehen die sich auch nicht mehr so im Wege. Und der. Ja, aber der muss ja schon so rum. So, ja, dann passt es auch. Hast vorhin nur falsch schon. So, jetzt müsste es hinhauen. Schauen wir mal. Ja! Ta-da-da-da. Boah, geil. Guckt euch das mal an, Leute. Haben wir einen Zoom noch drin? Ja, das können wir ruhig noch ein bisschen näher zeigen. Ja, bitte. Das sieht ja toll aus. Guckt euch dieses Prachtstück mal an, dieses Treppchen mit Türchen. Geil, oder? Das haben wir gemacht. Ja, kommt auch einiges. Naja, so. 15 Etagen haben wir noch. Jetzt übertreibst du. Das ist ja wirklich Hammer. Bist schon dabei da vorne? Ja. Ja, klar. Das werden dann die anderen Seitenverkleidungen, denke ich mal. Denke ich auch. Ergibt Sinn, obwohl das sehr, sehr viel breiter wird. Ja, wir haben ja auch mehr Platz hier. Ja, jetzt habe ich das natürlich falsch. Jetzt hat er das kaputt gemacht. Wie ist mit dem Puzzeln? Was ist das? Ein Puzzle? Was macht man damit? Man setzt es zusammen, aber ich habe es noch nicht kaputt gemacht. So ein ganz langer. Schau wieder, bitte.
Das fand ich auch nochmal cool, die so da reinzustecken. Wir haben eine Kirche gebaut. ja, warte mal. Achso, es sind zwei. So. Hast du ja schon Gedanken darüber gemacht, wie du das Ding nach Hause kriegst? Ehrlich gesagt noch nicht. Gut, dann denke ich jetzt auch nicht drüber nach. Er muss den nämlich wieder mit nach Hause nehmen. Ich bleib einfach hier. Nein. Genau, kannst du dann alle 14 Tage mal besuchen kommen. Nein. Was wird Sandra dann sagen? Schönen Gruß an der Stelle. Genau, richtig, schönen Gruß. Wir dürfen jetzt bei Part 5 angekommen sein mit der fünften Tüte. Schon wieder her, wir können sie nochmal grüßen. Vorausgesetzt, sie guckt sich alles an, das werden wir dann merken. Wir können ja so Quizfragen stellen, wenn sie die nicht beantworten kann, hat sie nicht zugekommen. Ja, sie muss es ja nicht sehen. Na, ein gewisses Interesse wird sie schon daran haben, dass ihr Freund macht. Ja, aber sie muss es ja nicht. Doch. Wenn ich eine Freundin hätte, ich würde sie dazu verdonnern. Nö. Ich würde sie einschließen. Du guckst das jetzt, bist das fertig. Oh, wow. Also sie hat ja auch viel Freude damit an diesen Sets. Also ich habe ja einige schon bei mir stehen. Ja, das stimmt. Und sie erfreut sich immer des Anblicks. Irgendwann lupt sie dir ab. Ja, ich befürchte auch. Oh, mein Sohn würde die jetzt so gerne haben. Und schrubbt sie weg. Es kann ja auch damit gespielt werden, ne? Das ist ja nicht. Dafür ist es ja da. Wenn ich mir mal angucke, was hier alle drin ist, da kann man noch einiges mitmachen. So, zwei. Ist das jetzt schon ebenwertig oder nicht? Das ist die Frage. Aber gucken wir mal. Nein. Oh, nee. Ist das so richtig? Dann kann ich auch schon wieder anfangen. Mhm. Das ist ja schon die. Alles in der Tüte 5, ne? Wir sind noch in Tüte 5, ja. Aber die haben wir auch gleich durch. Ja. Es geht voran. Genau. Das Lied kennt man ja auch noch. Copyright. Genau. Also wenn die GEMA uns das Video sperrt, wisst ihr warum. Weil es geht halt voran, nicht? Also da muss so ein flacher sein, aber. Alter. So, der ist falsch, der ist zu lang. Aber den sind alle so lang. So. Und der kommt jetzt. Tja, such dir mal eine Seite aus. Ja. Sehr geil. Den mache ich noch einmal. Bist du mit der Seite durch? Ja, jetzt schon. Oh, man sieht, da kommt was auf uns zu. Ein Sturm zieht auf. Ach, da brauche ich wieder eine andere Platte. Doch, die Lange, ist das richtig? Ja. Entschuldigung. Moment. Das heißt, ist es okay. Habe ich jetzt Fehler gemacht? Wahrscheinlich, ne? Ja, sicher. Der Kram muss nämlich hier. Genau andersrum. Also der. Das muss genau auf der großen und das andere. Schade. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Und dann brauche ich nämlich doch die langen. Den brauche ich nicht. Den brauche ich. Dann brauchst du zwei kleine dann auch. Also dahinter, diese Sechser. Die kommen ja noch da. Ach so, dahinter, ja. Genau. Da hast recht. Aber den dritten brauche ich noch nicht, oder? Doch. Da kommt dann noch ein kürzerer drauf, so ein Bursche. Und die vier rein. Zack. Zack. Dann brauchen wir mal den hier. Mal den. Oh Gott. Wo hast du den denn jetzt her? Ich hab getaubert. Nee, ich meine, wieso setzt du den dann drauf? Ja, weil der da hin muss. Ach, da oben bist du schon. Und der muss. Den hast du selber dahingesetzt. Ja, das stimmt.
Ach, man fummelt mir meine Geschäfte. So. 2. Das war auch schon Tüte 5. Noch bin ich nicht fertig. Tja, jetzt kommt das ja noch da dran. Ach, das kommt dann da ran. Vorne vor. Also hier. Aber das ist wieder falsch. Hier, nach weiter. Das muss nach oben. Ach. Ja. Das muss immer nach oben. Boah. Und Tüte 5 auch fertig. Ja, so sieht das Ganze dann schon mal aus. Wir zoomen euch dann noch mal ein bisschen rein. Ganz langsam, damit wir das genießen können. Ja, der Prunkbau. Sieht das schon geil aus bis hierhin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Tüte Nummer 6 wieder, nicht? Wir bleiben bei Heft 2. Bis dahin. Genau.